dieser Bettler. Der möchte auch nichts haben. Er möchte etwas verkaufen. Was hat denn ein Bettler schon zu verkaufen? Einen Spiegel. Einen Spiegel? So eine Unverschämtheit. Als ob ich nicht schon genug davon hätte, wenn mir ausgerechnet ein Bettler einen weiteren Spiegel verkaufen. Kinder, habt ihr das gehört? Ja! Also, schnell hinaus mit ihm! Aber, allerschönste Frau Königin, es handelt sich hier doch um einen ganz besonderen Spiegel. Was soll das heißen? Ein Spiegel ist doch ein Spiegel, oder? Das ist ein Zauberspiegel! Da habt ihr recht. Es ist ein ganz besonderer Spiegel, allerschönste Frau Königin. Er kennt die Wahrheit. Und wenn man ihn fragt, antwortet er auch. Gibt es Spiegel, die einem alles erzählen und die Wahrheit sprechen? Ja! Ich möchte den Bettler sehen, aber er soll mir nicht zu nahe kommen. Wie befohlen. Mach du. Allerschönste Frau Königin. Oh, der Bettler. Oh, der riecht und stinkt. Oh. Ergeben. Viel hört man im Land von Ihnen, Frau Königin. Allerschönste Frau Königin. Diesen kostbaren Spiegel habe ich auf dem Morgenland, dort, wo man sich Märchen von Tausend und einer Nacht erzählt. Ach, Pappelapp, höre er auf mit dem Geschwätz. Ist es nun ein Spiegel, der einem die Wahrheit sagt, wenn man ihn fragt? Gewiss, ganz gewiss. Nur 3 Taler und Sie werden die glückliche Besitzerin sein. Nun, bevor ich diesen Spiegel kaufe, werde ich ihn erst testen. Sofe, frag den Spiegel, welche Farbe meine Strümpfe haben. Mama! Spiegel, welche Farbe haben die Strümpfe der allerschönsten Frau Königin? Frau Königin trägt silberfarbene Strümpfe. Und? Hat er die Wahrheit gesprochen oder nicht? Nun, es könnte durchaus ein Zufall gewesen sein. Ich werde ihm eine weitere Frage stellen. Sofe, frag den Spiegel, in welchem Buch ich besonders gern lese. Spiegel, in welchem Buch liest die allerschönste Frau Königin besonders gern? In einem dicken schwarzen Buch mit Zaubersprüchen. Und war auch dies die richtige Antwort? Keine weiteren Fragen mehr. Gib ihm 2 Taler und dann hinaus mit ihm. Wie befohlen. Was, nur 2 Taler für diesen kostbaren Spiegel? Na, lieber Bettler, du wärst mal nicht gierig. Ergebensten Dank, Frau Königin. Mit diesem Spiegel werden Sie noch viel Freude haben. Und lasse er sich so schnell nicht wieder hier blicken. Ich mag keine Bettler. Schauen Sie, Frau Königin. Oh, allerschönste Frau Königin. Wie schön dieser Spiegel ist. Sofe, dich habe ich jetzt gar nicht gefragt. Häng den Spiegel dorthin. Oh, gerade aufhängen, nicht so schief. Oh, dieser Spiegel ist aber verdammt schwer. Nun red doch nicht so viel, mach einfach! So ist es gut, nicht, Kinder? Ja!
der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, Frau Königin, seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr. Ein Wildschwein, ein Hirsch? Was darf ich heute erlegen? Ein Hirsch! Sunde! Du kannst gehen, ich brauch dich nicht mehr! Ich eile ja schon, allerschönste Frau Königin. Allerschönste Frau Königin, was darf es heute sein? Schneewittchen! Schneewittchen? Aber allerschönste Frau Königin, ich verstehe nicht. Verstehen sollst du das gar nicht. Du wirst tun, was ich dir befehle, wenn dir dein Leben lieb ist. Du wirst Schneewittchen töten. Und zwar heute noch. Töten? Aber Frau Königin, allerschönste Frau Königin, töten Schneewittchen, das kann ich nicht. Du wirst. Und zum Beweis wirst du mir ihr Herz bringen. Ich will es verspeisen. Aber Frau Königin, allerschönste Frau Königin, das kann ich nicht über mein Herz bringen.